Traurige Nachrichten erschüttern die Schauspielwelt. Alain Delon ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Seine drei Kinder Alain Fabien, Anouchka und Anthony bestätigten die Nachricht gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der große französische Schauspieler soll friedlich in seinem Haus in Douchy im Kreise seiner Familie gestorben sein. In den letzten Jahren hatte Alain Delon mit gravierenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Unter anderem musste er mehrere Schlaganfälle und eine Hirnblutung erleiden. Während seiner Lebzeiten geriet er jedoch immer wieder auch durch familiäre Erbstreitigkeiten in die Schlagzeilen. Alain Delon hatte festgelegt, dass seine Tochter Anouchka die Hälfte seines Vermögens erben soll, seine Söhne jedoch jeweils nur ein Viertel. Das geschätzte Vermögen des Schauspielers beträgt bis zu 300 Millionen Euro. Seinen großen Durchbruch feierte Alain Delon in den 60er und 70er Jahren mit Filmen wie »Der Swimmingpool« und Borsalino. Auch seine Beziehung zur Schauspielikone Romy Schneider sorgte für reichlich Schlagzeilen. Mit der beliebten Sissy-Darstellerin war er von 1952 bis 1964 liiert. Alain Delon hinterlässt ein unvergessenes Erbe in der Welt des Films und der Kultur. Uns zahlte nur 30 Centim beim alten Jean. Mit großen Augen saß ich da, das Licht ging aus im Lichtspielhaus. Ich weiß genau, Alain Delon hat mich gesehen damals im Mai. Ganz hinten links in Reihe 10, er sah mir zu, als ich mit Marie Claire das allererste Mal im Kino sah. Ich hab Alain Delon gesehen, ich hab geweint mit der Lorraine. Madame Bardot, ich muss gestehen, ich find dich einfach wunderschön. Ich hab Alain Delon gesehen, ich hab geweint mit der Lorraine. Madame Bardot, ich muss gestehen, ich find dich einfach wunderschön. Ein Star wie du, Monsieur Delon, gefiel schon damals der Moment. Und darum sing ich mein Chanson.